Hallo Leute und willkommen beim Sparmac und willkommen zu unserer nächsten Sparmac at Home Ausgabe. Wieso, weshalb, warum? Ich habe es letztes Mal erzählt und ja. Franz hat Angst vor Schnee. Ist halt jetzt einfach so. Ja, genau. Franz kommt nicht nach NRW und wie gesagt, die jetzt, wenn dieses Video dann wahrscheinlich kommt in der Woche, sehen wir uns an anderer Stelle. Und das, aber da nehmen wir auch was Schönes. Berühren wir uns auch an anderer Stelle? Das da ist was. Wahrscheinlich was besser nicht. Anspielst. Ich bitte dich, ja, besser nicht. Würde ich dir auch empfehlen. Nee, aber wie gesagt, so, wir haben es erzählt, es war einfach so die beste Lösung, weil es auch mit Belegung im Sparmac-Studio, wir haben es euch ja schon mal erzählt, wo ja auch regulären TV-Sender produziert. Yep. Es ging einfach nicht anders. Insofern haben wir uns jetzt entschieden, zwei, drei Videos in dieser At-Home-Optik hier zu machen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber für das, was wir hier planen, geht das wirklich trotzdem sehr, sehr gut. Ich finde, liebes Faultier, gerade für dieses Format hier jetzt, ja, wo wir über die Apple Watch Series 9 und die Ultra 2 sprechen wollen, ist es eigentlich perfekt geeignet, weil das Schöne ist, ich habe jetzt wirklich zur Series 9, ich habe die jetzt seit Ende September im Einsatz, kann da sehr viel zu erzählen, aber ich kann nichts zur Ultra 2 erzählen. Du hingegen hast dich ja erstmal auf die Ultra 2 gestürzt, ja, also kannst da, denke ich mal, einiges sagen, kannst aber auch zu Series 9 was erzählen. Aber so, deshalb haben wir uns gedacht, das ist hier gesplittet und deshalb splitten wir das hier auch so ein bisschen. Das Faultier holt jetzt erstmal aus, erzählt über die Ultra 2 und ich klinke mich dann einfach dazu, sag, wie das bei der Series 9 ist, ob mir das da genauso gut gefällt. Und dann, glaube ich, solltet ihr ein gutes Bild zu den beiden Smartwatches bekommen. Vor allem auch mit allen wichtigen Unterschieden, weil ein paar gibt es ja dann am Ende doch, oder? Ja, doch, ein paar Unterschiede gibt es. Aber genau, wie Franz erwähnt hat, ich habe mich dieses Jahr, anders als letztes Jahr, zuerst auf die Ultra gestürzt. Letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte mich die Ultra irgendwie nicht so richtig geflasht. Dieses Jahr habe ich das Phänomen, so richtig viel Neuerung gibt es ja nicht. Apple hat unter der Haube auch den gleichen neuen S9er-Chip wieder in der Serie 9 in die Ultra reingepackt. Dadurch, ja, haben wir auch dieses Double-Tap-Geste mit Finger und Daumen, die nachgereicht wurde. Ne, wir haben nochmal ein deutlich helleres Display bei der Ultra 2 bekommen, ja, ne, 3000 Nits. Auch bei der Series, ja, 9, aber nicht so hell. Nee, wir haben das größere Display. Also von außen hat sich bei der Uhr absolut nichts getan. Es ist das gleiche in grün, beziehungsweise mit einem orangen Action-Button. Andere Bandfarben gibt es dieses Jahr. Und unter der Haube halt diese Nummer mit, naja, was weiß ich, der neue Chip soll schneller sein und. Akku hat sich auch nicht viel getan. Aber warum auch immer, ich kriege die Nase nicht dran, hat mir die Ultra dieses Jahr deutlich besser gefallen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich dieses Jahr dieses Ocean-Band benutzt habe und nicht mehr dieses Arctic-Band, was seit ein paar Tagen oder nach ein paar Tagen schon angefangen hat auszufransen. Und wo ich sagen muss, ich habe noch keinen getroffen mit diesem Arctic-Band, wo dieses Band, ne, nicht nach ein paar Monaten schon aussah, ja, wie Hulle. Da muss ich sagen, dieses Ocean-Band, allein die orange Farbe und nicht wie letztes Jahr dieses Pilzgelb, ne, gefällt mir auch schon mal deutlich, deutlich besser. So, aber Leben mit einer Ultra hat mich ins Leben der Extreme besorgt. Einmal mit dem Display, es sieht schöner aus, es sieht klobiger aus. Ich sage immer, es sieht ein bisschen aus wie Arnold Schwarzenegger, wenn er seine Panerei trägt. Ganz so schlimm es ist. Vergleich. Aber man muss schon auf größere Teile stehen, um dieses Ding stemmen zu können. Und es ist auch nach wie vor sehr schade, dass ich nur eine Farbe habe, dieses Titangehäuse, und es auch nur eine Größe gibt. Und das war's. So. Ansonsten macht das Ding alles andere, was die Serie 9er und andere Uhren auch gemacht haben. Bis auf den Unterschied, ja, ich habe diesen Action-Button, den ich programmieren kann. Ja, ich habe die Sirene, wenn ich in der Feldspalte liege, dann werde ich doppelt so laut nicht gehört. Hast du schon ein paar Mal genutzt, oder? Absolut, absolut. Ne? Ich habe halt das Tauchding mit dabei, diesen Tauchcomputer. Gut, ich war damit jetzt nicht auf Hawaii tauchen oder so was, aber allein wenn du schon in den Pool springst, fängt das Ding schon an zu zählen mit, ne? 10 cm, 20 cm, 30, das ist schon schön. Das ist dann ein Feature, was mir bei der 9er dann doch, da ich beide im Urlaub mit hatte, doch ein bisschen gefehlt hatte. So, und ansonsten ist halt der Vorteil bei der Ultra 2, wie letztes Jahr, Apple sagt auf dem Papier, es ist eine doppelt so lange Akkulaufzeit, da widerspreche ich nach wie vor. Ich würde sagen, 50% kriegst du bei gleichem Nutzungsszenario mehr raus. Ne? Oder so nach dem Motto, mit der 2er schaffe ich dann 2 Tage, mit der Serie 9 schaffe ich 2 volle Tage und mit der Ultra 2 schaffe ich dann 3 Tage. So, das war es so. Ich habe mich noch als letzter Punkt, ne, der Preis wurde ein 100er günstiger.
Finde ich sehr schön. Nicht mehr 1000 Euro. Nicht mehr 1000 Euro, sondern 900 Euro. Muss man Apple ja auch mal nicht ankreiden, aber lobend erwähnen, dass nicht alles bei Apple immer teurer wird, sondern auch sowas mal günstiger wird. Ja, und damit kostet es 100 Euro mehr als die Edelstahlversion mit Cellular. Und bei dem Vergleich, ich weiß, viele mögen lieber das kleinere und das Edelstahl, finden sie es optisch auch deutlich schicker. Aber für einen 100er mehr lohnt sich dann meiner Meinung nach sowas von die Ultra 2. Das ist mein Fazit halt zu Ultra 2. Ja, also ich glaube, die Nummer mit Edelstahl oder Ultra 2 ist, glaube ich, die Frage stellt sich für die meisten gar nicht, weil diejenigen, die sich tatsächlich für die Apple Watch Series 9 mit Edelstahlgehäuse interessieren und bereit sind, dafür so viel Geld auszugeben, die, glaube ich, denen dürfte die Ultra 2 optisch nicht so zusagen. Weil, ja. Also, aber gut, ich verstehe natürlich deinen Punkt und würde dir da auch zustimmen. Also ich glaube, die Series 9, größter Vorteil halt so, oder zwei große Vorteile. A, sie ist, wenn man sich für die Alu-Version entscheidet, schon deutlich günstiger. Und B, sie ist halt einfach die deutlich filigranere, unauffälligere Uhr, sage ich jetzt mal. Also, ey, es ist ja jedem selber überlassen, gerade mit so Uhren, da hat jeder seinen ganz eigenen Geschmack und viele stehen ja auch drauf, mit, sage ich jetzt mal, so schmaleren Handgelenken, wie ich ja auch eins habe, dann so eine fette Uhr zu tragen. Für mich wäre das halt jetzt überhaupt nichts. Ich finde da halt die Series 9 nach wie vor deutlich, deutlich passender. Aber wie gesagt, nochmal, das ist Geschmackssache und der Erfolg gibt der Ultra da ja absolut recht. Jetzt würde mich mal interessieren, weil du ja das Thema mit der Akkulaufzeit schon angesprochen hast. Du hast ja auch die Ultra der ersten Generation getestet. Ja. Ist dir da jetzt ein Unterschied aufgefallen? Also Ultra erste Generation, Ultra zweite Generation? Und ist dir bei der Series 9 im Vergleich zu Series 8 was aufgefallen? Nö, also bei Series 8 auf 9 muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie nix so gefühlt. Weil das ist schon mal sehr interessant. Von den normalen Apple Watches habe ich alle noch, von der Serie 0 über alle, immer alle, die ich gekauft habe, alle größeren, einmal komplett durch die Reihen. Ich bin dann auch bei der 9er, konnte ich hingehen, hatte meine schwarze 8er, meine blaue 7er, meine grüne 6er, ne, alles dann da und dann zum Rumgucken. Das Einzige, was ich halt nicht zum Vergleichen hernehmen konnte, war halt erste Generation Ultra, habe ich halt keinen Zugriff mehr drauf. Deswegen habe ich meine alten Notizen da rausgekramt und ganz ehrlich, da ist auch bei der Ultra merke ich, bin ich damals genau aufs ähnliche Ergebnis gekommen. Auch damals im Mehrwert zur Serie 8, also an Akku. Ja, weil das ist nämlich bei mir so und ich habe mich natürlich auch jetzt schon mit einigen Kollegen drüber unterhalten, unter anderem mit dem Commander, viele Grüße an der Stelle. Es ist wirklich so bei mir, ich kann es mir auch nicht erklären, aber die Series 9 hält bei mir jetzt nicht deutlich länger durch, wirklich nicht. Mhm. Aber so, schon nochmal so, ich würde mal sagen 10-15%. Aber gleichzeitig muss ich sagen, das, was du gesagt hast, also dass du mit der Series 9 durch 2 Tage kommst, habe ich ja, glaube ich, richtig verstanden, oder? Ja. Das kann ich auch bestätigen. Also das ist bei mir, das kommt bei mir auch ziemlich genau hin, wenn ich das Schlaftracking weglasse. Was bei mir aber halt dafür mit dabei ist, ist halt immer so 30, 40 Minuten Workout, was ich schätze mal jetzt bei dir vielleicht etwas kürzer ausfällt, oder? Ja, bei mir sind es ja eher so 2-3 Stunden, ne? Ja, gut, okay, da sind dann die Werte schon sehr, sehr stark. Aber das dürfte das wahrscheinlich erklären, weil Schlaftracking braucht natürlich auch ein bisschen Akku und so ein Workout, das zieht schon so, kommt natürlich immer drauf an, was man macht, aber mit Abstand am meisten, sage ich jetzt mal. Nee, aber schön. Dann nächste Frage. Neuer Prozessor hast du ja auch angesprochen. Ganz kurz nur, weil ich bei beiden es geschafft habe, flach zu liegen und im Endeffekt dann 2 Tage komplett nur im Bett zu gammeln, bis auf, was weiß ich, zweimal, wenn du aufstehst. Geschafft. Ja. Nein, dann, ja, es könnte krankheitsmäßig geschafft, nicht, weil ich dachte, jetzt lege ich 2 Tage. Dann verbrauchen die Apps richtig wenig. Dann kommst du so durch 15-20% pro Tag. Genau. Das ist richtig krass, wenn du einfach nur dich wenig bewegst. Also ich sage jetzt nicht, wenn sich Faultiere, nee. Also wenn ich mich schon normal bewege, da ist ein richtig großer Unterschied zwischen ich liege krank im Bett, wie lang dann so eine Uhr hält und ich habe einen normalen Tagesrhythmus, wo ich halt rumlaufe, rausgehe, alles Mögliche mache. Siehst du, aber deshalb meinte ich gerade eben, dass man das doch ganz gut vergleichen kann, weil ich glaube, so 30-40 Minuten Workout brauchen gut und gerne das, was 7
8 Stunden Schlaftracking brauchen. Ja, das kommt wahrscheinlich wirklich gut hin. Ja. Richtig, richtig. Ne? Also das ist auch sowas, wo der ein oder andere vielleicht dann noch Unterschiede bei der Nutzungszeit hinbekommt, wenn man sie dann die ganze Zeit trägt. Ich habe aber wirklich das Gefühl, wenn du dich halt sehr wenig nicht bewegst, ne, dann halten die Dinger gefühlt ewig. Dann bist du auf einmal in einer komplett anderen Welt. Und die Leute, die Dinger aktiv tragen, damit rumhecheln, wo vielleicht noch das automatische Sporterkennung oder sonst was noch startet oder anfängt, da kommst du akkulaufzeitmäßig auf deutlich bescheidenere Werte. Das stimmt absolut. Nächste Frage, neuer Prozessor hast du ja auch schon angesprochen. Das war so das Nächste, was mich ein bisschen positiv überrascht. Aber ey, ich fand ja die Performance der Apple Watches schon immer ganz gut. Jo. Aber jetzt so mit diesem S9, das ist ja so, dass also jetzt vor allem für die normale Apple Watch so das erste Prozessor-Upgrade, glaube ich, doch seit 2 oder 3 Jahren, oder? Also wo wirklich ein neuer Prozessor zum Einsatz kommt. Und also mir fällt auf jeden Fall auf, dass sie merkbar schneller hochfährt. Und ich finde irgendwie, generell läuft alles nochmal so einen kleinen Tick. Also ich bin sehr angetan von der Performance. Jetzt gerade auch im Vergleich zu den Android Wear Smartwatches oder Wear OS Smartwatches, die wir da ja hatten und so weiter, ist das schon sehr schön. Also finde ich, das kann man durchaus loben. Du, performancemäßig, also habe ich da null dran auszusetzen, egal bei welcher, gut, die haben alle den gleichen Chip drin, aber auch bei den Vorgängern. Ich glaube, Apple hat ja so ein schönes Demo-Video gemacht auf der Bühne, als sie die Dinger vorgestellt haben, wie schnell dann Siri funktioniert und was sie dann Siri viel schneller dann berechnen kann und reagieren kann und. Ja, aber dann ist bei mir wieder so im Alltagsszenario, taucht Siri sehr wenig auf, auch mit einer Apple Watch. Und von der Performance bin ich total angetan. Da wäre irgendwie das, wo ich mir denke, was Apple, ich weiß nicht, jetzt haben wir dieses 2-Finger-Tippen da als neues Super-Feature vom S9er-Chip. Wie oft nutzt du das so? Einmal, zweimal am Tag. Also klar, wenn ich da... Ja, du nutzt es dann doch? Ja, also doch, um also hier Timer zu beenden oder was auch immer. Okay. Ne? Dann solche Sachen, dann schon. Oder um Sachen zu stoppen oder so. Ne? Habe ich mich dann doch so dran gewöhnt. Vor allem, weil es auch wirklich gut funktioniert. Gerade nur für dieses Stoppen so. Ja, also, ja. Aber nicht, um da irgendwie durch... Wenn du oder so bist, ist das ganz nett. Aber ich hoppel da jetzt auch... Nee, ich hoppel da auch jetzt auch nicht durch die Menüs oder was auch immer. Oder, ne? Sondern einfach nur, weil es... Als dann das Update ja kam, das war ja wieder so ein typisches Apple-Ding. Sie stellen es groß auf der Bühne vor und dann heißt es wieder, ja, wird per Update nachgeliefert, irgendwie nach etlichen Monaten. Hatten, kennt man ja leider inzwischen von Apple dann doch, ne, was ich auch erschreckend finde. Ne, wenn du so ein Samsung bist, die dann so 20.000 Produkte haben, aber bei Apple, ne, die ja dann doch ein überschaubares Produktportfolio haben, auf jeden Fall, dass die solche Funktionen nicht direkt dann am Start haben, ja. Also wie gesagt, ja, aber ansonsten diese Doppeltipp-Funktion, ich finde wirklich, was ich positiv finde, es ist extrem gut umgesetzt, es funktioniert sehr zuverlässig, wo ich ja doch etwas skeptisch war, aber ist jetzt für mich noch kein Gamechanger. Ich hoffe, dass sie das jetzt wirklich so in den nächsten 1-2 Jahren wirklich so für alles, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe so viele Apps, wo ich mir denke, da wird das eigentlich ganz gut passen, aber es geht halt irgendwie einfach noch nicht. Dann habe ich noch so ein Thema, was ich kurz ansprechen wollte, weil du ja eben das hattest mit den Armbändern. Ja. Ich habe jetzt dieses Jahr wieder dieses klassische Sportloop, also nicht das ich sag jetzt mal Gummiarmband, sondern das mit Stoff, weißt du, so mit du hörst es vielleicht mit dem Klettverschluss. Genau. Und da war für mich immer so das Problem, das letztendlich vor 2 Jahren oder so, wenn ich damit wirklich Sport gemacht habe, wo ich stark schwitze, dass es irgendwann so nach 1, 2, 3 Monaten echt angefangen hat, so zu müffeln. Weißt du, dann müsstest du das irgendwie in die Waschmaschine geben. Kann man natürlich machen, aber finde ich bei so einem Band dann irgendwie, was du halt wirklich nur für den Sport benutzt, auch irgendwie unpraktisch. Das ist jetzt, und ich rieche gerade dran, überhaupt nicht so. Also wirklich, irgendwas haben die da gemacht, was jetzt Leute, wollte ich dich einfach wissen lassen. Das haben sie gut hinbekommen. Weil du ja auch eben gesagt hast, das Band macht teilweise einen großen Unterschied. Ja, also gut, ich hab vielleicht müffeln meine nicht. Ich trage die auch jeden Morgen unter der Dusche und alles. Also, ne? Hatte ich so ein müffelndes Band, nein. Das, was mich viel eher aufregt beim Band, ist Apples Farbgebung. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Farben über die Jahre durch, habe dieses Jahr zum allerersten Mal die rote genommen. Und ich finde das so erschreckend. Du hast das Alugehäuse von der roten, ist so ein kräftiges, leuchtendes Rot. Und dagegen und ist dieses rote Band, was dabei ist, wirkt fast verwaschen. Auch obwohl es halt, wenn du das Band alleine anguckst, dann ist das auch ein gutes Rot, ne, wo du denkst, jo, passt. Aber es ist halt nicht bei weitem nicht der Farbton von Gehäuse von der Serie 9 in Rot.
Und das finde ich erschreckend. Ich habe mir die grüne 6er, die blaue 8er, 7er bei mir auch nochmal angeguckt. Das waren auch nicht immer die genauen Farbtöne. Aber das fällt bei den dunklen Farben deutlich weniger auf, als jetzt bei diesem kräftigen hellen Rot. Sage ich aber auch immer. Ja. Das finde ich echt schade, dass Apple, die ja eigentlich diese Liebe zum Detail haben, dass das, vor allem, es stört mich optisch total. Ne, das Orange, beim Orangenen, ne, bei der Ultra 2, die ich halt mit diesem Ocean Band in Orange habe, würde ich sonst was drauf wetten, dass das der gleiche Orangeton ist, wie vom L2E Cellular Kringel, wo du ja immer die Cellular-Version erkennst, oder vom Orange vom Action-Button. Ne? Wo du denkst, da geben sie sich die Mühe, gehen sie die extra Meile, dass das wirklich schön harmoniert farblich, und bei der roten ist halt einfach nur so, ja, sind halt die gleichen Bänder, die wir seit Ewigkeiten haben, und jetzt haben wir das Rot von der neuen ein bisschen kräftiger gemacht, und naja, kauf dir halt was anderes, wenn es dir nicht gefällt. Finde ich ein bisschen schade. Also ganz ehrlich, so generell, ich finde so die Farbauswahl bei Apple, egal ob das jetzt die iPhones sind oder ich applaudiere Apple Watches, in den letzten Jahren, das ist schon irgendwie mir viel zu zurückhaltend, ja, und konservativ, ja, langweilig. Also ich finde gerade bei so einem Gadget wie der Apple Watch, also du hast ja eh immer Schwarz und Silber, also jeder, der nicht auf Farbe steht, kann sich ja Schwarz oder Silber holen. Aber dann immer so, weißt du, so gerade diese Grüntöne oder diese Blautöne, das ist doch alles langweilig irgendwie, oder? Da ginge doch viel, ja, da geht, also schau dir mal an, was die ganzen klassischen Uhrhersteller machen irgendwie. Die machen jetzt irgendwelche Zusammenarbeiten mit Marvel und was weiß ich nicht so, und da kann es gar nicht bunt genug sein. Apple? Ja. Apple hat Snoopy. Habe ich mit dem Snoopy-Bändern kam ich nicht klar, aber zur roten passt das farblich wieder so, also einigermaßen, dass ich in der Serie 9 habe ich so oft Snoopy. Ach ja, und wenn ich hier kurz mal protestieren darf, ich hau erstmal drauf und dann lobe ich sie mit Watch, wo sind wir da, Watch OS 10 oder sowas. Was mich persönlich stört, dass du jetzt die Ziffernblätter nicht mehr einfach so swipen kannst, sondern dass du jetzt gedrückt halten musst, um die zu ändern. Habe ich mir auch gedacht. Ja. Ich weiß, für Leute, die da draußen wahrscheinlich durch immer bei der Bedienung oder was nicht aufgepasst haben und die Zifferblätter geändert haben, für die freut es sich, ne? Die ändern die halt nicht mehr unbewusst einfach so, weil sie drangekommen sind. Für alle anderen, die halt gerne mal einfach zwischen verschiedenen Ziffernblättern wechseln, weil sie da auch unterschiedliche Funktionen draufgelegt haben, ist es von der Bedienung umständlicher geworden. Da hätte ich mir von Apple einen Untermenüpunkt einfach gewünscht, wo man das selber einstellen kann. Ne, das fehlt mir. Wo ich sie aber softwaremäßig loben möchte, egal ob Ultra oder Serie 9, was bei mir deutlich weniger angeht. Ich sag mal, wenn ich mich normal bewege, ne, und wenn ich normal draußen rumlaufe, dass dann der Vorschlag kommt, oh, treiben Sie Sport. Möchten Sie ein Training starten? Ja, das ist über die letzten Jahre generell besser geworden, finde ich. Das ist so, gut, vielleicht bist du auch einfach fitter geworden, weißt du, so, dass dein Puls nicht mehr so hochgeht und dass die Uhr jetzt nicht mehr denkt, ey, der Typ, nein, wirklich, er macht Sport. Nein, das überhaupt nicht. Also sonst habe ich mich ja ein bisschen drüber gefreut, wenn du ein bisschen schneller gehst, ich in der Stadt halt hinter der Bahn hier noch herhechle oder was auch immer. Oder halt, je nachdem, wir haben ja hohe Häuser hier, wenn du dann die Treppen nimmst, ne, dann wirst du gefragt, ne, machst du hier Sport oder sollen wir Training starten? Das fand ich ja noch einigermaßen gut. So, aber ne, wenn du dich normal bewegst und dann der Vorschlag kommt, ey, sollen wir ein Training starten? Also es fühlt dich dann schon, habe ich schon fast persönlich genommen von der Uhr. Das verstehe ich. Aber ne, kommt halt deutlich weniger vor. Ja, nee, das ist mir auch aufgefallen. Ich möchte noch ein Thema kurz ansprechen, was du so am Anfang ein bisschen lapidar erwähnt hast, also die helleren Displays. Gerade bei der Series 9 ist das schon echt ein, ich will nicht sagen Game Changer, aber schon eine deutliche Verbesserung. Mhm. Also dieser Schritt von 1000 auf jetzt 2000 Kandelar macht für mich im Alltag schon echt einen Unterschied. Gerade wenn es irgendwie jetzt mal wieder etwas heller war, also da freue ich mich schon drüber. Yep. Wie ist da jetzt der Sprung bei der Ultra von 2000 auf 3000? Gar nicht so. Also ich hatte beide lustigerweise in prallen Sonnenschein-Trips mit dabei. Mhm. Und wenn du sie nebeneinander hältst, dann ist die Ultra noch mal heller. Aber die Serie 9 reicht so dicke schon aus, dass ich weiß, wer will da was von mir, welche App, welche E-Mail, welcher Text kommt da rein, auch wenn ich in der Sonne stehe, dass ich das problemlos ablesen kann. Natürlich sieht die Ultra noch mal schicker aus, aber das liegt auch ein bisschen noch mal dran, weil das Display noch mal größer ist. Genau. Also beide dicke ausreichend für auch alle Außenaktivitäten, die man da so haben kann.
Ja, also ich bin doch... Ich hab auch nichts. Ansonsten, ne, wenn wir da die Preise haben, ich glaube, die Serie 9 startet Apple UVP bei 450 Euro in der kleinen WLAN-Version. Für 30 Euro mehr kriege ich dann die größere 45 mm Version. Genau. Da muss ich sagen, 30 Euro ist okay. Ne? Also für den Aufpreis motze ich null. Wenn man sich dann anguckt, dass die Cellular, also LTE-Mobilfunkversion, 120 Euro Aufpreis kostet, finde ich wieder ein bisschen nö. Also absolut. Das jedes ist Jahr das Gleiche. Jedes Jahr das Gleiche. Ich glaube, bei Samsung mit den zahlst du. Preisen zu Edelstahl will ich gar nicht erst anfangen. Ja. Das ist meiner Meinung nach, auch wenn das alles echt, du weißt, ich bin Fan dieser Edelstahl-Modelle. Ja. Aber das ist einfach, es steht in keiner Relation. Ja, deswegen, und ne, ich bei Samsung kostet das LTE-Aufpreis oder bei anderen 50, 60 Euro. Ja. Ne, und dann Apple, das ist einfach wieder fies von Apple, nö. Und vor allem kommst du dann rucki-zucki in Preise, wenn du die 45er-Version dann mit LTE nimmst, dann zahlst du ja auch UVP-mäßig schon 600, waren es 600? Ne, 480, 120, so um den Dreh 500, sein, dann bist du schon bei 600 Euro für die Alu-Version. Puh, ne? Ich weiß, da bist du nochmal 200 Euro mehr, bist du bei Edelstahl und nochmal ein 100er bei 900 dann bei der Ultra 2. Das sind schon Sprünge, da, ne, 300 Euro mehr, da kriegst du ja schon fast eine zweite Watch für, ja. Aber es sind schon preisliche Regionen, die sind mir für eine normale schon ein bisschen zu teuer. Deswegen hat es mich jetzt gefreut gerade. Gut, klar, wir hatten die ganzen Black Friday, Cyber Tralala Aktionen oder sowas. Aber wenn man sich mal ein bisschen rumguckt, kriegst du die WLAN, die normalen schon für Richtung unter 400. Und da fängt es dann preislich an, wo ich sage, ne, irgendwas mit einer 3 vorne für eine Serie 9 geht meiner Meinung nach in Ordnung. Das wäre angemessen. Eine Funktion haben wir vergessen. Durch diesen Serie 9 Chips bei den beiden Dingern haben die jetzt auch UWB-Anbindung bekommen und es vereinfacht eure iPhone-Tracking. Ne? Klar, das iPhone pinkt, wenn ihr es sucht, aber ihr kriegt jetzt wie bei den AirTags diese Pfeile, wo ihr lang gehen müsst oder wie viele Meter es noch sind, bis ihr an eurem iPhone seid. Ne? Falls ihr das Klingeln nicht hört, ist das deutlich einfacher, so ein Gerät zu finden. Eine nette Nummer, teilweise Spielerei für den einen oder anderen, für andere eine richtige Hilfe. Aber was ich sagen wollte, für unter 300 passt es, unter 400 passt es, aber ich sagen, unter trotz, 300 kannst du dann warten. Trotz des höheren Displays und trotz dieser Doppeltippfunktion und trotz dieses UWB-Nummer, wenn ich eine 8er, 7er, 6er, 5er habe, alle die noch ein Always-On-Display haben. Warte, ich wollte sagen, du kannst danach, alle, die noch schon ein Always-On-Display haben bei den Uhren, das war für mich der Game-Changer bei den normalen Apple Watches und die halt, wo ihr findet, dass euch die Akkulaufzeit noch reicht und die Performance auch noch in Haut, ne, da muss man nicht wechseln, wenn solange die Dinger noch laufen. Da bringt auch die Neuner nicht den neuen Heiligen Gral oder irgendwas. Stimme ich zu. Ne, aber klar, wenn ich jetzt weiß, was ich, der macht die Batterie schon schlapp oder es ruckelt oder was nicht alles und ich will eine neue kaufen, ne, dann müsste für mich eine 8er, keine Ahnung, 100er weniger kosten, dass ich die der Neuner dann vorziehe. Ansonsten würde ich dann auch sagen, kannst du auch direkt zur Neuner greifen. Ich würde auch sagen, also so am Ende hängt es ja davon ab, wenn du eine 8er hast und denkst, du brauchst eine 9er, kannst du dir auch eine 9er kaufen, aber besonders viel Sinn macht das nicht wirklich. Was ich jetzt so gehört habe, auch gerade im Freundes- und Bekanntenkreis und von Zuschauern, so 5er, 6er rum kann sich das schon lohnen. Also gerade wenn man sagt, ey, performancetechnisch könnte jetzt schon etwas mehr gehen, das Display könnte etwas heller sein, Akkulaufzeit könnte wieder etwas besser sein. Oder du brauchst dann lohnt sich Zyklus-Tracking mit der Temperatur. Ne? Das ist ja auch immer richtig, 50% der Käufer, die das, wir beide... Das wir immer hier vergessen, aber ja. Ne? Wann kam es mit der 8er, glaube ich, kam die Temperatur? Ja, letztes Jahr, glaube ich. Ja, genau. Das ist dann nur die Sprünge, wo es dann nochmal deutlich Mehrwert bieten kann. Aber auch da ist es halt nur zur Einordnung meiner Meinung nach, wenn du günstiger, ne, 100, für einen 100er weniger eine 8er bekommst, reicht auch, tut's auch die 8er. Ja, dem stimme ich zu. Damit würde ich sagen, it's a wrap. Schönes Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.